大型巡洋艦エーギルだ。お前の望むがままの。Ja, ja, schon gut. Du brauchst nicht mehr Japanisch zu reden. Wir sind umgezogen. Hier sind die Koordinaten von unserem neuen Hafen. Wir sehen uns dann später. Gute Weise und auf Wiedersehen. Boah, endlich. Nur auf Japanisch zu reden geht einem langsam echt auf die Eierstöcke. Na, dann mache ich mich mal auf dem Weg zu den anderen Kensen. Egit, was für ein Pisswetter. Das ist also der Hafen des Kommandanten. Sieht ja nicht toll aus. Ey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Warum nicht? Komm mit. Großartig. Wir können uns ja auf dem Weg etwas unterhalten. Sag mal, wohin geht es eigentlich? Oder ist das eine Überraschung für mich? Ich mag Überraschungen. Lass dich von mir nicht stören. Ich bleib einfach bei dir, keine Sorge. Hast du eigentlich keinen Plan, wo du hin willst? Suchst du ein stilles Plätzchen, wo wir ein bisschen reden können und so? Kannst du mal bitte die Klappe halten? Ich muss mich konzentrieren. Klar. Das macht richtig Spaß mit dir. Schön, dass du mich mitnimmst. Das können wir öfter mal machen. Und heute ist ja auch noch viel Zeit. Sprich für dich. Ich habe heute einen Termin beim Kommandanten. Ich habe mich schon richtig an dich gewöhnt. Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Wo schläfst du eigentlich? Du kannst gerne zu mir kommen. Verpiss dich! Willst du einen Moment allein sein? Kann ich verstehen. Ich halte mich im Hintergrund. Weißt du was? Ich tue dir einen Gefallen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Dann nehmen sie dich vielleicht in das Lager auf. Dann können wir uns jeden Tag sehen. Nein! Bist du taub oder dumm oder was? Welchen Teil von verpiss dich hast du nicht verstanden? Jetzt, wo du bei mir bist, können wir ja mal einigen Arschlöchern aufs Maul hauen. Die haben mich jahrelang getriezt. Wenn ich einen von denen sehe, dann sag ich ihnen die Meinung. Wow, selten habe ich so eine selten dämliche Drohung gehört. Hör mal, die Rennerei wird langsam anstrengend. Wollen wir uns nicht irgendwo ein kuscheliges Plätzchen suchen und es uns gemütlich machen? Willst du mich abschlecken oder was? Hast du was zu essen für mich? Da ich ja sowas wie Besuch bin, fände ich es toll, wenn du mir was geben würdest. Das gehört sich so. Meine Fresse! Geh doch in die Wirtschaft, wenn du Hunger hast und lass mich in Ruhe, du blödes Schiff. Was zum Fick? Wieso bin ich wieder im Hafen? Kann es sein, dass du im Kreis läufst? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. So, jetzt reicht's. Hey Mann, du hast mich geschlagen. Was sollte das? Ich schlag dich gleich nochmal. Ich stehe auf Schlagen. Mann, was bist du denn für ein Freak? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Etwas später. Was starrt mich Hermes so an? Meine Eier jucken.